Ja, Momo Leute, euer Zero hier. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Da hatte ich gerade ein Haar von Mr. Flauschig im Mund. Geilo. Und wir klettern hier mal runter. Und wir haben es jetzt mitten in der Nacht, was ein bisschen, ja, doof ist, würde ich sagen. Ist jetzt aber nicht so tragisch. Denn, ups, ich habe vor, zurück in den Wald zu gehen, wo wir die Kumane getroffen haben. Das war, glaube ich, hier irgendwo, ne? Ja, da gehen wir hin zurück. Ich glaube, das war hier sogar direkt. Platziere ich da einen Punkt. Marker setzen hier so. Zack. Und da will ich jetzt hin und sie nochmal aufsuchen. Mal Hallo sagen, ne? Wir nehmen auch eine Fackel erstmal in die Hand. Fürs Erste. Das werden wir gleich ändern. In der letzten Folge habe ich übrigens lesen gelernt. Ich bin sehr stolz drauf. Und dann haben wir auch unser erstes Buch gelesen. Das ist schön. Naja, ich könnte hier ein bisschen jetzt rumknacken, aber habe ich auch keine Lust drauf. So. Wenn wir die Kumanen von ihren, ja, Hab und Gut befreit haben, dann können wir hier wieder zurückkehren. Natürlich im Schnellreisemodus. Und dann direkt weitermachen. Ich muss sagen, ich mag das nachts eigentlich nicht so zu reisen außerhalb von Städten, weil ich weiß nicht, das ist zu dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Ja gut, es ist nur ein Spiel zum Glück. Von daher ist das nicht so schlimm. So, was mich überrascht ist aber, dass die Kumanen so nah dran an der Siedlung sind. Haben die da irgendwas vor oder wurden sie einfach nur zurückgelassen? Ich habe keine Ahnung. So, aber wir wissen, dass die ein Feuer bei sich haben. Das heißt, sobald wir das Feuer sehen, machen wir die Fackel aus und dann schleichen wir uns hin und töten alle. Das ist der Plan. Wird wahrscheinlich schief gehen und ich werde wahrscheinlich wieder weglaufen wie so ein Feigling. Aber egal. Ein Versuch ist es wert. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das genau war. Ich meine, ich habe da meinen Marker gesetzt. Das ist einfach nur Ratespiel gewesen. Ich glaube, die waren am Wasser. Ich bin mir aber nicht so sicher. Aber wenn man ein Lager aufschlägt, dann wahrscheinlich am Wasser, ne? Würde ich jetzt mal schätzen. Ich würde niemals mit einer Fackel alleine bewaffnet in den Wald gehen. Nicht mal mit einem Schwert oder so. Ganz ehrlich, da kommt einer aus dem Busch rausgesprungen und dann zickzack, bist du tot. Was haben wir denn da? Okay, Fackel weg. Schleichmodus an. Das war Pfeil und Bogen, das ist mein Schwert. Ja, man gehört. Dafür brauche ich mein Schwert auch nicht. Es hat nicht funktioniert, WTF. Oh, scheiße. Okay. Okay, das war Nummer 1. Nummer 2 hat nichts drauf. Erik, heute aber. Kaladom. Na komm. Kipp einfach um. Ich werde dem nicht hinterherlaufen. Das kann er kriegen. Wo ist dein Kollege?
Genau, ein Schuss. Ach, er ist ja gestorben. Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich das. So, wenn ich alles mitnehme, kann ich es natürlich wieder verkaufen, ne? Ja, komm. Gehen wir Richtung Stadt zurück. Wobei, die haben ja hier noch die Truhe. Braune Beinlinge, Bruch und hast du nicht gesehen? Säbel aus Nikopolis. Okay. Hätte schwimmen können, der hat mich gerade angegriffen. Ich könnte hier schlafen. Naja, gehen wir zurück. Vielleicht finden wir ihn unterwegs noch. Wer weiß. Ich bin so scheiße langsam, dass ich hier wahrscheinlich schneiden werde. So, wir sind beim Laden meines Vertrauens und wir werden hier erstmal ein bisschen warten, bis es Tag ist. Ich werde zwar dadurch ein bisschen Energie verlieren, aber das ist mir scheißegal. Das wird schon passen. Aber dann können wir nämlich Sachen verkaufen. Ich finde es auch ein bisschen unnötig, dass die letzte Stunde immer so langsam läuft. Ich meine, okay, ist das die Aufwachphase? Aber ich meine, wir warten jetzt auch. Deswegen breche ich hier einfach ab. Oder ist das wird wohl die Ladephase sein, wobei, ne. Hallo, Händler meines Vertrauens. Du hast einen sehr seltsamen Gang. Viel Gesundheit. Sah es nicht beim letzten Mal anders aus? Egal. So, ich habe Dinge zu verkaufen. Und zwar das hier, das hier. Das hier. Die Jagdpfeile und so weiter. Behalten wir jetzt mal Rüstung. Ja, das war's doch schon. Haben wir hier irgendwas noch, was weg muss? Ich will Wollstoff hier, brauche ich überhaupt gar nicht. Ja, komm. Nimm das. Zerbrochenes Fell kannst du auch haben. Wildschweinhauer. Verband brauche ich noch. Ich glaube, den brauche ich. Silberkelch kann aber weg. Minze kann weg. Leinenstoff kann weg. Glaskelch 3. Glaskelch kann auch weg. Französische Altarkerze. Fliegenpilze brauche ich noch. Der Stoff kann weg. So. Jetzt will ich auch nur 60. Passt schon. Du hältst 234. Dein Ruf, Vermögen des Händlers 81. Oh. Was hast du denn noch so Schönes, was man so kaufen kann? Die habe ich die verkauft, Penner. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Gib mir ein paar Verbände. Obwohl, die wiegen ja auch wieder was, ne? Wobei, der Gewicht vom Verband ist eigentlich ziemlich harmlos. So. Kleines Schuster-Set. So. Kleines Schmiedeset. Ja, passt. So, Handel abschließen. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Er hat nur 81, deswegen können wir wahrscheinlich nur 81 von ihm kriegen. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Ja, und jetzt bist du pleite. Naja. Gut. Hey. Immerhin sind wir Zeug losgeworden und haben noch ordentlich gutes Zeug geholt. Ich hätte gerne das ganze Geld behalten, aber wir haben gesehen, er hat leider nicht genug Geld. Naja. Was soll's. Weiter geht's im Text, Freunde. Wir gucken auf die Karte. Wir haben hier irgendwo noch eine Quest in der Nähe. Da, stimmt. Questgeber haben wir hier nämlich gar keinen mehr. Deswegen holen wir uns einfach einen Questgeber. In den wir da hingehen. Unterlaufen. So, das wird dieser komische, ja, Mensch sein. Alter, rede mit mir.
Du weißt, wie man ein Schwert schwingt? Wie ich sehe, weißt du, wie man ein Schwert schwingt. Das hätte ich nie von einem Geistlichen erwartet. Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Nur eine Erinnerung an vergangene Tage, die mir hilft, in Form zu bleiben. Okay. Hast du Arbeit für mich? Gibt es etwas für mich zu tun? Mich plagen so viele Sorgen, dass ein weiteres Paar Schultern, um sie zu stemmen, höchst willkommen wäre. Ich soll mich um eine Hexe kümmern. Eine Hexe? Die alte Gertrude. Dem verkommenen Kräuterweib ist nichts heilig. Wie allen Kräuterkundigen, was das betrifft. Ah, lass mich raten. Die Kühe geben Blut statt Milch und Säuglinge kommen mit zwei Köpfen und Schwanz zur Welt. Mumpitz. Gertrude ist nicht des Teufels, hat aber ganz eigene Ideen, was den Leuten hilft. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, sie stiftet Uschitzer Weiber zur Hexerei an. Ein Vögelchen? Vor allem Hexerei. Kräuterkundler sind halt Hexer, weil sie, keine Ahnung, aus natürlichen Gütern Medizin, ach, scheiß drauf. Ein Vögelchen? So, so. Du weißt, wie es ist. Die Leute sehen den Splitter im Auge des anderen, doch den Balken im eigenen Auge. Mit anderen Worten, jemand hat sich das Maul zerrissen. Okay, was ist das Problem? Und was ist das Problem? Solange Kräuterweiber den Leuten und ihren blähsüchtigen Kühen Arznei geben, beim Gebären helfen oder Weihrauch überm Bett schwenken, nichts. Aber das ist Frevel und gefährlich. Schimmel, Flechten und weiß Gott was wandern in so ein Gemisch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie so irgendein leichtgläubiges Mädchen vergiftet. Okay, was soll ich tun? Was erwartest du von mir? Such sie auf und finde heraus, was sie im Schilde führt. Sie fürchtet die Kirche, also sag ihr, ich habe dich geschickt. Das wird sie zum Reden bringen und ihr vielleicht diesen Unsinn austreiben. Falls sie den Leuten wirklich Flausen in den Kopf setzt, gehe dem nach und kümmere dich darum. Warum gehst du nicht selber hin? Na gut. So gut wie erledigt. Gut. Und keine Sorge. Ich zahle stets meine Schulden. Du findest Gertrude, dieses alte Kräuterweib, in den Wäldern. Tanz mit dem Teufel. Okay, wo finde ich sie denn? Ich ja nicht direkt nach Thalenberg, oder? Ist kürzer. Und dann gehen wir den linken Weg. Einfach nur, um zu gucken, was da ist. Tada! Okay, wir wollen da natürlich nicht rein. Wir gehen den linken Weg nach Norden. Da müssten wir zum alten Kräuterweib kommen. Ey, die ist so weit weg. Wieso interessiert sich für die jemand? So, ja, können wir eine Abkürzung nehmen hier. Querfeldein. Ich frage mich, ob wir querfeldein mehr Ausdauer verbrauchen, weil eigentlich wäre das doch logisch, oder? Weil der Boden unebener ist. Ich frage mich sowieso, wieso man Wege über so quer und kreuz und quer macht, anstatt so eine Abkürzung einfach. Wäre doch viel besser. Hallo Hundi, wer wohnt hier? Ja, ja. Ich will mich nur erkundigen, wer hier wohnt. Hallo? Schwarzer Lukas. Was benötigst du? Übung. Schlösser knacken, Taschendiebstahl. Es heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unterrichten? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Was willst du hier? Geh und spiel deine Spiele woanders. Ich bin bei ihm eingebrochen. Oh. So ein Penner. Jetzt hätte ich irgendwas getan. Habe ich dem irgendwas getan, Freunde? Ich glaube nicht, ne? Eigentlich war ich vollkommen unschuldig. Was für ein Penner. Bezichtigt er mich einfach noch irgendeinem Verbrechen? Na gut, ich bin bei ihm zu Hause eingedrungen, um mit ihm zu sprechen. Oh, es tut mir ja leid. Huch. Hier wurden ein paar Bäume gefällt. Halbherzig. Heißt du, wie in Minecraft? Das sind solche Arschlöcher wie in Minecraft. Die lassen einfach den Baum stehen. Sowas hasse ich. Keine Ahnung, vielleicht macht man das auch so einfach. Ich weiß es nicht.
Ist einer von euch Holzfäller? Können wir sagen, wie... Die müssen doch die Wurzeln noch mit rausreißen, oder? Oder lässt man den Rest drinne? Hallo, was geht hier ab? Holzfäller. Stehlen. Okay. Kann sie leider nur beklauen und was von ihrem Essen. Nom nom nom. So, bin auch schon wieder weg. Vielen Dank fürs Essen. Ich find's lustig, dass man hier immer überall einfach Essen kriegt. Also Survival Mittelalter ist anscheinend nicht so schwer. Ah, Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Hui. Ist auch irgendwie eine alte Hütte. Interessanter Ort entdeckt. Die sind doch nicht interessant, die Orte. Das sind kaputte Häuser. Was ist daran interessant? Wenn da wenigstens was zu finden wäre, das wäre interessant. Ist es aber nicht. Und das hier, Freunde, ich finde das richtig gut gestaltet hier im Wald, diese Wege. Weil das sind richtige Waldwege. So sehen Waldwege wirklich aus. Ganz ehrlich, ich war im Wald. Mag mir zwar nicht jeder sofort glauben, aber ich war schon mal in einem Wald. Hallo, Bogen? Probieren wir es aus. Was zum... Oh mein Gott, ich kann den Bogen nicht schwingen. Oh. Ich habe mir einen wohl zu starken Bogen geholt. Oder geklaut. Wenigstens Stärke 6. Ach, lecker mio, ey. Oh, ich bin ja schon da. Guten Tag. Übung. Kräuterkunde. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Was ist... Ich hab nichts gemacht. Ach, leck mich doch. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Weißt du nicht, dass man Hexen verbrennt? Du weißt, dass man Hexen lebendigen Leibes verbrennt? Ich will keinen Ärger. Ich sag dir alles. Nice. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was ist das für eine Salbe genau? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept? Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Okay. Woher der Sinneswandel? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge.
Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Naja. Wofür wollten Sie dieselbe? Wofür wollten Sie die Salbe? Alle haben Sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Okay, warum hast du sie ihnen überhaupt gegeben? Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Beides. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Okay. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Ich sehe schon, wie du gehst. Saufen, ey. Hey, ich gehe zu ihm. Hey, Pfarrer. Es tut mir leid. Das wird dabei rauskommen, ja. Okay, hier war irgendwo ein Alchemietisch. Ist irgendwie so eine Art Gefängnis, keine Ahnung. Ach, der ist wahrscheinlich drin. Wo ist hier drin? Mein Hühnchen. Okay, Kessel. Benutzen, was? Nasebalg. Umstellen. Nasebalg. Inventar, Salz und Fliegenpilz, bestätigen, Salz. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Wir nehmen Fliegenpilz. So, wir drehen die Sanduhr um. Wir heizen ein. Was zum Lesen? Der Hefe von Kostet speichert das Spiel und rettet seine Seele. Wetter Schnaps. Brennnessel und Trollkirsche. Oh! Oh! Cool! Aha. Gibt keine anderen Seiten, ne? Doch, doch, doch. Okay, warte. Okay, hier gibt es keine andere Seite, aber Trollkirsche und Brennnessel. Okay, die beiden Sachen muss ich also organisieren. Ich will mein Fliegenpilz zurück. Öl. So. Dann heizen wir ein. So, Fliegenpilz ist drin. Nehmen wir noch ein bisschen Salz, damit es besser schmeckt, ne? So. Zack. Und dann brennen wir das Ganze. dann nehmen wir eine Fiole. Und schütten das rein. So. Okay. Okay, komm. Irgendwas irgendwie verkacke ich, egal.
Ich habe auch keine Ahnung, was ich da tue, aber das hier ist interessant. Das, liebe Freunde, ist interessant. Wir brauchen eine Brennnessel und zwei Trollkirschen, okay. Mörser, oh Gott, das ist kompliziert. Aber wir wissen jetzt, was wir brauchen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Retterschnaps ist nämlich etwas, was wir immer gebrauchen können. Ja, kann ich klauen. So nicht. Kann man ja mal machen. So, zum Schluss der Folge würde ich sagen, knacken wir nochmal dieses Schloss hier. So. Rezept für Hexensalbe. Oh! Wir können die Hexensalbe machen. Nice. Okay. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir werden irgendwann mal die Hexensalbe mal probieren. Ich bin gespannt. Alchemie ist echt interessant, dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.